Manche Dinge täuschen, erst recht, wenn es um Politik geht. Keine Panik. Was jetzt gerade geschieht, ist meinem Erachten nach eine weltweit kontrollierte Umstellung der Machtstrukturen auf unserem Planeten. Es ist natürlich schwer zu erklären, dass nicht alles, was wie ein Mensch aussieht, auch wirklich ein Mensch ist. Aber geh mal davon aus, denn es entspricht der Wahrheit und über kurz oder lang wird dies auch offenbart. Die geistigen Dark Forces, also Dunkelkräfte, wurden zurückbefohlen und nun wird hier mächtig aufgeräumt. Wenn du ein Mensch bist, dann hast du nichts zu befürchten. Oh, na Gott sei Dank, da gehe ich ja gerade noch so durch. Ne? Als dicker Mensch zwar, aber immerhin. Hauptsache kein dunkler Darkfurzer vom Planeten Plemplem. Und da fällt uns ja wohl allen ein Stein vom Herzen. Denn, seien wir ehrlich, so langsam kann man doch diesen klinisch kopfkranken Corona-Bill Gates Kinderschänder 5G-Verchippungsreptiloiden Zwangsimpfungs-Merkel-Diktatur-Verschwörungs-Denkdurchfall einfach nicht mehr hören, oder? Vor allem, weil dieser gequirlte Gedankenpudding aus der wutbürgerlichen Irrsinnsküche uns davon abhält, über die echten Fehler zu diskutieren. Und davon gibt es ja mehr als genug. Denn natürlich läuft gerade sehr vieles nicht richtig. Natürlich gibt es jede Menge Unfähigkeit, Dummheit, Betrug und persönliche Bereicherung. Wie in jeder Krise. Und eigentlich auch sonst immer. Aber durch den ungebremsten Ausfluss an Schwachmatenlulle überall traut man sich gar nicht mehr, die wirklich wichtigen Probleme zu kritisieren. Allein aus Angst, dann von irgendwelchen Vollidioten aus den völlig falschen Gründen Applaus zu bekommen und sie in ihren Wahnvisionen noch zu bestärken. Ach, wie gut nur, dass es dazwischen aber auch immer noch stolze Leuchttürme der Wahrheit gibt. So wie unseren winnetouhaarigen Farbverweigerer, Engelsflüsterer und Bewusstseinsforscher Bruno Württemberger aus der Schweiz, der uns endlich die erste wirklich plausible Theorie zur globalen Covid-Pandemie liefert, die wir Ihnen als seelenrettende Serviceleistung selbstverständlich nicht vorenthalten wollen. Obwohl die faktenfeindlichen Elite-Echsen von YouTube andauernd seine Videos löschen. Ha! Aber keine Angst, die Aufklärung erfolgt nur in kleinen Häppchen. Zu viel Wissen auf einmal könnte zu akuter Erkenntnisschockstarre führen. Also, bis gleich. Stay focused. Was ich aber deutlich beobachte, ist, dass in ganz bestimmten Gebieten Europas und der Welt ganz besondere Maßnahmen getroffen werden. Überall dort, wo 5G einsatzfähig ist und oder an welchen sich ganz bestimmte Menschen, zum Beispiel Asiaten oder eben auch Nichtmenschen, Bioroboter und so weiter aufhalten, wird es schwierig. Ich denke, dass es eine Säuberung ist, und wir bald von haufenweisen Verhaftungen berühmter Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness hören werden. Ich würde mich also nicht wundern, wenn Leute wie Merkel und andere Verräter der Menschheit bald das Weite suchen wollen, stattdessen aber verhaftet werden. Und hier noch einige Insider-Infos, die ihr möglicherweise nicht im Mainstream findet. Tom Hanks wurde vor 48 Stunden wegen Pädophilie verhaftet und ist derzeit in einem Hotelzimmer in Australien und weigert sich, zurück in die USA zu fliegen. Die nächsten Promi-Festnahmen werden unter anderem vermutlich Celine Dion, Madonna, Charlie Barkley und Kevin Spacey sein. Alle werden sie eine Coronavirus-Infektion vorgeben. Es braucht eine Cover-Story, damit der normalsterbliche Mensch da draußen nicht gleich vor Schocktod umfällt. Das im Labor hergestellte Coronavirus war eine Vertuschung für die Durchsetzung obligatorischer Impfungen, welche man uns aufzwingen wollte. Aber jetzt ist es die größte verdeckte US-Geheimdienstoperation geworden, welche die Welt je gesehen hat. Diese Massenverhaftungen an ca. 158.000 Involvierten, also eine große Geschichte, wird den größten Teil der bösen und korrumpierten Politiker, Prominenten und CEOs beseitigen. Einschließlich globaler Eliten und Banken wie George Soros, UN-Beamte und die Gründer von Greta Inc., meine lieben
Grünen. US-Präsident Trump wird die Wahlen 2020 gewinnen und Verhaftungen ehemaliger US-Präsidenten werden Anfang 2021 stattfinden. Der türkische Präsident Erdogan eröffnet ein Transgender-Pilates-Studio in Wuppertal. Alle Chinesen fliegen zurück auf ihren Planeten Chopsoe im 5G-Quadranten. Und unsere liebe Greta wird auf eine Größe von 200 Meter anwachsen und Tokio fast vollständig zerstören. Tom Hanks weigert sich auch weiterhin, sein Hotelzimmer in Australien zu verlassen und stürzt durch seine horrenden Rechnungen beim Zimmerservice die gesamte Menschheit in eine neue Weltwirtschaftskrise. Ja, das mag für manchen überraschend klingen. Aber ich verfüge über geheime Insider-Infos fernab der Mainstream-Medien, die mir von den Schlümpfen verraten wurden, die ich seit einigen Jahren in meinem Keller gefangen halte. Ein besonderer Dank von mir geht hier an den Flötenschlumpf. Wladimir Putin wird sich 2022 als dreieiger Zwilling von Präsident Trump outen, die Führung der USA übernehmen und nach einer Geschlechtsumwandlung seinen Bruder Donald heiraten. Danach werden die amerikanischen Geheimdienste jeden Parkticket-Nichtzahler und Stehpinkler verhaften, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und diese Säuberungsaktion als globale Magen-Darm-Grippe tarnen. Die PKW-Maut von Andreas Scheuer wird 2024 unter großem Jubel weltweit eingeführt werden und die erfundene Corona-Pandemie offiziell beenden. Ja, meine Lieben, so sieht die Zukunft aus. Ihr wisst Bescheid. Ich gehe mir jetzt die Haare waschen und verwandle mich im Anschluss in einen Schmetterling. Grüezi, Servus und Hallo, euer Bruno.